Willkommen zurück, liebe Leute, zu The Journey Hunter Returns. Ja, in der letzten Folge, wenn ihr es gesehen habt, sind wir ja deutscher Meister geworden. Wo auch nicht sonderlich überraschend ist mit 9 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Und jetzt steht das letzte Bundesligaspiel an gegen den ersten FC Köln. Und ich würde sagen, wir lassen mal die Spieler spielen, wo vielleicht normal nicht so zum Zuge kommen. Mal gucken, ob man das irgendwie. Okay, man kann das. Ich glaube, man kann das gar nicht einstellen. Na gut, dann würde ich sagen, spielen wir mit dem ganzen Team. Ich habe gedacht, man kann vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen. Also sprich, die Spieler, wo halt die Saison über auf der Bank gesessen sind, so die ja, etwas schlechteren Spieler, dass man die vielleicht mal einstellen. Dass die mal von Beginn an spielen. Aber es scheint irgendwie nicht zu gehen. Deswegen spielen wir jetzt mit dem kompletten Team. Mit der besten Aufstellung, wo man bieten kann. Ja, und das letzte Spiel gegen 1. FC Köln. Was soll ich sagen? Es geht um nichts mehr. Wir sind schon deutscher Meister. Können nicht mehr Zweiter werden, selbst wenn wir jetzt verlieren. 9 Punkte wird Dortmund nie mehr aufholen. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel und diese Partie hätte besseres Wetter verdient. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Heute sehen wir Bayern München gegen den ersten FC Köln. Ja, Köln ist Siebter. Auch keine so schlechte Leistung. Muss ich jetzt echt mal sagen. Und ja, was soll ich sagen? In diesem Spiel geht es, wie Die gesagt, um gar nichts 2005 mehr. eröffnete Allianz Arena gehört mit ihrer Leuchtfassade nach wie vor zu den spektakuläreren Arenen in Deutschland. Das passt alles zu den Bayern hier. Ein bisschen futuristisch, edel, einfach ein perfekter Rahmen für die Münchner. Oh, schön gemacht, schöner Pass. Ganz wichtig, Aber erinnert man leider fest. schlechter Abschluss. Ja, da oben steht's, schlechter Versuch. Dann hätten wir eigentlich mehr draus machen müssen. Aber gut. Jetzt vielleicht mal über Antoine Griezmann. Das war jetzt nix. Osako. Leonardo Bittencourt. Ja, Guter Pass Köln jetzt. will natürlich auch noch weiterhin Ganz energisch. versuchen, in die Europa League zu kommen Die Flanke irgendwie. bleibt hängen. Und dafür brauchen sie, glaube ich, einen Unentschieden, beziehungsweise nicht sogar einen Sieg. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Leonardo siebter Platz Bittencourt. waren sie. Guter Steilpass. Oh, also sie Und spielen auf jetzt jeden die Fall Chance. nicht schlecht. Und das ist So das wünschen 1 wir zu uns 0 als frühes Tor für in den dieser 1. FC Partie. Köln. Jo, so kann es weitergehen. Ein toller Schuss und da kann kein John Torwart mehr Córdoba macht das 1 drankommen. zu 0 Wirklich spektakulär, aber der für Schuss war auch Köln. sensationell. Und ja, was soll ich So, sagen? Es da ist hätten wir nicht also das 1 unverdient. Sie zu 0 spielen echt verdient, sehr hier stark. weitergeht. Ich meine, Bayern Córdoba. wird jetzt auch nicht mehr 100% konzentriert Da sein, weil, ist wie gesagt, es platziert. geht um nichts mehr. Fairer Einsatz hier. Hunter. Aber ja. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ich denke mal, das Spiel wird nicht so ausgehen, dass Köln jetzt Córdoba. gewinnt. Dafür ist Bayern einfach zu stark. Robben. Ein Robben hat der Ja. FC Bayern ja nicht nur schöne Ja, Zeiten der erlebt. Hunter spielt Stichwort momentan 2012, nicht so sein toll. schwerstes Jahr. Es Ja, ist schon also einige wirklich eine Fehlpässe sich Unzufriedenheit geleistet. Der war jetzt ausgelöst. schön, Das klasse ist wirklich Zweikampf. bitter. Ein Jahr später war es dann das genaue Gegenteil. Welch Wunder, wenn du in Wembley gegen Dortmund das entscheidende Tor. Griezmann! Ah, Mann. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und Abgepfiffen, Foul von Schiedsrichter Hunter. pfeift die Partie ab. Freistoß für Köln. Ja, die gehen auch ganz schön krass in die Zweikämpfe rein, muss ich sagen. Oh, das war ein böses Klasse Foul. Aktion Das gibt's müsste die beispielsweise erste gegen gelbe den FC Karte geben, Bayern. genau. Gegen Thiago Alcantara. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich Aber war auch nicht mehr klar. so in die Zweikämpfe gehen. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. So, Einwurf Bayern. Es gibt Einwurf. Ribéry. Alaba. Den Ball spielt er raus. Gutes Tackling. Ja, und Griezmann, habe ich das Gefühl, ist auch nicht so 100% offen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Nicht so Osako. 100% konzentriert. Bitten kurz. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da.
Der war jetzt schön, aber da könnte sich eigentlich Coman ganz gut durchsetzen, aber das war ein schlechter Pass. Ah, Mann. Und per Kopf weitergespielt. Herr Griezmann. Schöner Versuch. Leider zu hoch. War richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Ja, das denke ich auch. Das Spiel ist schon lange nicht vorbei. Der Bayern schießt mit Sicherheit noch ein Tor. Wir müssen halt aufpassen auf die Konter von Köln. Das sind natürlich brandgefährlich. Ah, schlechter Versuch. Schön gedacht auf jeden Fall, aber leider nicht so gut ausgeführt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Leonardo Bittencourt. Ah, aufpassen, Köln ist echt stark. Die sind gut im Zweikampf. Wir machen viel zu viele Fehlpässe. Leonardo Bittencourt. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Köln da ihre Chancen bekommt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Oh, schön gemacht von Neuer. Klasse behalten. Ja, und das wäre fast das 2:0 für Köln. Meine Fresse, die spielen echt gut. Ich meine, für sie geht es wahrscheinlich noch um was, aber für uns wahrscheinlich eher weniger. Aber jetzt vielleicht mal ein Konter durch Ribéry. Schön vorbei. Schöner Schuss von Hunter. Der noch zur Ecke abgefälscht wurde. Und Kopfball. Ah. Nochmal Ecke. Ich würde sagen, wir flanken mal so rein. Ecke wird kurz ausgeführt. So, das müsste Offside sein, oder? Nee. Flanke kommt ganz weit. Ach, schlechte Flanke, Mann. So wird es natürlich nichts mit einem Ausgleich. Höger. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich gemacht. Sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell wird. Coman. Ja, wieder schlechter Pass von Robben. Mann, das gibt's doch nicht. Also es ist wirklich fast jeder Spieler dabei, wo irgendwie ein Fehlpass spielt. Ah, tick zu weit. Oder, keine Ahnung, ist komisch. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und Griezmann. Klasse, Trick. Ah, Mann. Nice. Läuft noch nicht flüssig. Es stoppt ziemlich, der Angriff von Bayern. Sie erobern sich jetzt zwar oft den Ball, aber verlieren ihn halt auch gleich wieder. Das ist das, was ich meine mit den Fehlpässen. Das sind viel zu häufig. Das ist man von Bayern wirklich gar nicht gewohnt. Ich meine, klar, dass man mal einen Fehlpass macht, das ist. Da braucht man nicht drum rumreden, das macht jeder mal, aber in der Häufigkeit ist es wirklich eher sehr selten. Und Hunter. Jetzt wieder so ein. Ah, Mann. Abwehr hat aufgepasst. Das ist. Ja. Läuft noch nicht so toll. Jetzt haben wir gleich Halbzeit. Hoffen wir, dass es in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser klappt. Wir können ja auch mal auswechseln. Ja, das war wieder eine schlechte Idee. Mann. So Leute, Halbzeit. 1:0 verdient für den ersten FC Köln, weil Bayern einfach keine Ideen hat, sehr ideenlos ist. Wir haben zwar positives Trainerfeedback, aber ja, ich finde halt die Fehlpassquote wirklich sehr, sehr hoch in der ersten Halbzeit. Durchgang 2 also, kann beginnen in der mal schauen, ob sich das jetzt noch ändert. Olkowski. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Osako. DFC hier in der Vorwärtsbewegung. Leonardo Bittencourt. Das war jetzt schöner Zweikampf. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Ah, wieder so ein Fehlpass, Mann. Es ist unglaublich. Osako. Oh, böses Foul. Das war echt ein böses Foul. Das ist ja. Also, und gelb ist schon. Boateng aufpassen.
Ja. Wenn er da so rein ist, schon eher dunkelgelb fast. Dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Rausch! Sehr guter Freistoß. Lecco mio, ey. Da hat nicht viel gefehlt. Kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Da hat echt nicht viel gefehlt. Krasser Freistoß. Also Köln spielt echt ziemlich gut. Muss man echt einen Hut ziehen. Es gibt einen. Hätte ich nicht gedacht. Pass auf Ribéry. Und jetzt Alaba. Ja, eigentlich mal ein schöner Schuss, Eckball. Immerhin. Jetzt vielleicht das 1-1. Schön gehalten von Horn. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Den Angriff blockt er ab, klasse, aufgepasst. Und nun Hummels. Einwurf Bayern. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Höger. Jetzt vielleicht mal irgendwann mal ein Konter oder sowas. Das wäre echt gut. Ah, wieder so ein Scheißpass. Mann, du. Also... keine Ahnung, 2 Kilometer gelaufen. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, wir kriegen Anweisungen. Wir sollen Spieler Tor erzielen, die 7,7 erreichen und sollen das Spiel noch gewinnen. Also dann am besten 2 Tore schießen. Das wird sehr, sehr schwer in dieser Partie, weil Hunter einfach nicht reinkommt. Und die anderen halt auch extrem viele Fehlpässe machen. Das setzt sich in der zweiten Halbzeit nahtlos fort. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt... man merkt halt, wenn das Spiel nicht läuft, dann gibt halt so Tage, wo einfach nichts zusammenläuft. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut, Neves. Wenn man aufpasst, gibt's noch Gelb-Rot, wie es jetzt in dem Fall wahrscheinlich sein wird. Genau. Ah, Mann, du. Also, wenn's scheiße läuft, dann richtig, Leute. Wenn's scheiße läuft, dann richtig. Jetzt wird's natürlich noch um einiges schwieriger, als es eh schon ist. Mit einem Mann weniger. Wow. Wieder so ein krasser Freistoß, ey. Und Neuer muss wirklich sein ganzes Können unter Beweis stellen. Alter Falter. So, Abstoß. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten sie mehr draus machen können. Mats Hummels jetzt. Oh, wieder so ein leichtfertiger Fehlpass. Mann, du, was machen die denn überhaupt, ey? Da steht die Abwehr sicher. Auch Hunter und Griezmann, das klappt einfach jetzt zurzeit nicht, das Zusammenspielen dieser Partie. Normalerweise blind funktioniert, ey. Das könnte eine Gelegenheit. Ja, und jetzt hat Köln natürlich die Chance, Konter einzufahren. Robin. Dadurch, dass sie jetzt einmal mehr sind, ist natürlich nicht so schwer. Und das war wieder so ein Traumpass, ey, muss man sagen. Mann, oh Mann, du. Das ist echt ein Spiel zum Vergessen momentan. Also. Wieder so ein Fehlpass, das gibt's doch nicht. Der erste FC Köln hier im Angriff. Das könnte die Gelegenheit geben. Pecher mich, das ist 2-0. Eckball. Unglaublich, was für eine Parade. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Ja, also wenn Köln hier gewinnen sollte, die haben das echt mehr als verdient. Also. Die spielen besser, die arbeiten sich ihre Chancen. Und Bayern macht halt wirklich einen Fehlpass nach dem anderen. Oh, huhuhu. Alter Fall, jetzt wird's aber richtig eng. Mann, oh Mann. Jetzt machen sie ganz schön Druck, die Kölner. Oh, wieder böses Foul. Ah, das muss wieder gelb geben. Ja. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass das Spiel uns nicht komplett aus den Händen gleitet. Weil wir haben jetzt schon einige Spieler, wo gelbe Karten haben. Das wird wieder so ein krasser Freistoß. Na gut, der ist nicht unbedingt. Ein Freistoß zum Vergessen, das können sie besser. Naja, das ganze Spiel ist zum Vergessen. Wenn ich ehrlich bin. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ribéry.
Die Bayern im Vorwärtsgang. Mando. Der Pass von Ribéry wird abgefangen. Die stehen halt auch immer richtig, das muss man echt sagen. Die Kölner stehen immer richtig. So ständig einer da, wo Fuß dazwischen hat oder keine Ahnung. Also, weiß nicht. Ist echt krass. Ribéry. Griezmann. Jetzt nochmal die Bayern. Boateng am Ball. Schöne Aktion. Jetzt vielleicht mal. Ah, zu weit vorgelegt. Das gibt's doch nicht. Mann! Jetzt hat man einmal eine Chance und er legt sich den Ball zu weit vor. Verdammte Axt. Der Blick auf die Uhr. Ah, das gibt's doch nicht. 9 Minuten bis zum Ende. Komm, wir kriegen hier noch einen Ausgleich oder irgendwas hin, wenigstens. Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Risse. Ah, ja, jetzt ist es 2:0 gefallen. Ja, was soll man sagen? Es ist einfach hochverdient, was Köln da spielt. Es ist einfach hochverdient, ja. Was soll man machen? Bayern, klar, das schlechtere Team. Da brauchen wir gar nicht groß drum rumreden. Allein die Fehlpässe, was die spielen, das ist ja teilweise echt schockierend, hey. Zweikämpfe gehen sie auch nicht mehr rein. Wie es normalerweise der Fall ist. Oh, schlechtes Verteidigen und. Ah, das wäre eigentlich fast das 3:0. Das hätte das 3:0 sein müssen eigentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Bayern wechseln. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Griezmann. Rafinha. Jetzt die Bayern im Angriff. Sehr guter Einsatz. Das ist einfach. Also dieses Spiel kann ich echt vergessen. Das brauchst du keinem erzählen. Das sieht gut aus. Das ist das 3:0. Ja, Bayern wird komplett abgeschossen, weil Köln wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel macht. Also Hut ab, hey. Krass. So eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Oh, die Fehlpässe. Eieiei, das ist... Die Bayern im Vorwärtsgang. Soll man dazu sagen, Griezmann macht nichts. Es ist. Fehlen ja schon gar keine Worte mehr, hey. Also. Ja, wir sind zwar deutscher Meister geworden, aber deswegen muss man sich noch lange nicht so schlecht präsentieren. Und den Fans so ein schlechtes Spiel zeigen. Also. Alter Falter. Hey, hey, hey! Alida! Super, wenn alles so perfekt läuft. Alex, you and me. It was the gaffer's idea, but it's us that made it work. Ja, Mann! Echt genial! Naja, das Wichtigste haben wir erreicht. Wir sind deutscher Meister geworden und haben somit verhindert, dass Dino gefeuert wird, unser Trainer. Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. So, als nächstes steht das Pokalspiel auf dem Plan. Bayern gegen Dortmund, Pokalfinale. Und ja, das ist das nächste große Ziel von uns, dass wir das Duo holen. Das Triple wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ja, Pokalsieger und deutscher Meister, das könnten wir noch schaffen. Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Und Erfolg hat man nur mit hartem Training und vollem Einsatz. Heute üben wir das 1 gegen 1. Holt alles aus euch raus. Volle Intensität. Das muss aussehen wie im Spiel, Gentlemen. Kein Problem, Dino. So. Dann zeigen wir mal, was wir können. Oh, der war jetzt scheiße. Der war schon besser. Der war okay. Los, präzise Pässe! Ich dachte, ich soll schießen, ey. Was heißt denn jetzt hier passen? Ach, verdammt, ey. Okay, der war gut. Ne, wir führen noch nicht, oder? Na, das können wir besser.
Oh Gott, ey. Einsatz! Ich will Einsatz sehen! Schlecht, schlecht, schlecht. Oh, schieß doch nicht so hoch, du Affenkopf! Ich drück ja nicht mal richtig drauf, ey. Was ist denn los bei dir? Sie mir alles geben! Ja, der war doch schon gut. Aber wir haben wieder verloren. Na gut, einen Versuch haben wir noch. Oh, der war gut. Der war schön. Genau. Wir sind unten, die übrigens. Drauf, drauf! Gott. Andiamo, andiamo! Nein, Mann. Run, run! Okay, wir haben wieder verloren. Na gut, egal, dann machen wir weiter. War jetzt auf jeden Fall ein bisschen knapper wie vorher. Jetzt heißt es Teameinsatz. Das nächste Training. Oh, ja, ihm sollte man vielleicht nicht unbedingt passen. Aus. Sehr gut. Voller Einsatz! Ah, schade. Forza! 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 Er verarscht mich einfach mal. Ich glaube, ich spinne. Boah, Ribéry als Abwehrmann, ey. Nicht schlecht. Okay, Tor. Einsatz, ich will Einsatz sehen. Los, ihm mir alles geben. Schön gemacht, sehr gut. Drauf, drauf. Jawohl, sehr gut, Hunter, sehr gut. Nein. Andiamo, andiamo. Gewonnen, sehr gut. Auch wenn es knapp war. So, haben wir irgendwas verbessert? Nee. Doch, Ballkontrolle haben wir verbessert. Hart trainieren, hart spielen, gewinnen. Ganz einfach. Danke für euren Einsatz. So, dann machen wir jetzt in der nächsten Folge das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Und wenn wir das gewinnen sollten, dann geht's richtig ab. Dann machen wir Party ohne Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet bitte in der nächsten Folge wieder ein, um nichts zu verpassen. Ich sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.